Die Onboard-Diagnose überwacht alle abgasrelevanten Bauteile und Systeme, jedoch nicht die Zusammensetzung des Abgases. Manche Bauteile und Systeme werden permanent überwacht. Zum Beispiel Zündaussetzer, Einspritzung, das Signal der Lambda-Sonde oder alle Stromkreise von abgasrelevanten Bauteilen. Andere Komponenten werden nur bei Durchfahren eines Fahrzyklus überwacht. Das heißt, bei definierten Betriebsbedingungen oder wenn bestimmte Betriebspunkte erreicht werden. Beispiele für diese zyklische Überwachung sind der Katalysator, das Tankentlüftungssystem oder die Abgasrückführung. Dieser Fahrzyklus hat nichts mit dem sogenannten neuen europäischen Fahrzyklus zur Baumusterprüfung von Fahrzeugen zu tun. Bei bestimmten Bedingungen kann die permanente Überwachung unterbrochen werden. Zum Beispiel bei Motordrehzahlen über 3000 Umdrehungen pro Minute, bei Geschwindigkeiten über 120 km pro Stunde oder bei aktivierten Fahrsicherheitssystemen. Erst wenn ein Fehler in zwei aufeinanderfolgenden Fahrzyklen auftritt, wird der Fehlercode als bestätigt gespeichert und die Fehlerleuchte leuchtet auf. Je nach Schwere des Fehlers werden Notlaufprogramme aktiviert. Falls ein Fehler nicht mehr auftritt, erlischt die OBD-Leuchte nach 3 fehlerfreien Fahrzyklen. Nach 40 fehlerfreien Fahrzyklen wird auch der Fehlercode wieder aus dem OBD-Speicher gelöscht. Mit Einführung der OBD wurden die unterschiedlichen Fehlercodes der einzelnen Fahrzeughersteller für einen Fehler durch genormte Fehlercodes ersetzt. Der erste Buchstabe kennzeichnet, in welchem Bereich der Fehler aufgetreten ist. Fehler an Komponenten zur Schadstoffreduzierung sind durch ein P wie Powertrain gekennzeichnet. Eine 0 an der zweiten Stelle kennzeichnet die genormten herstellerunabhängigen Fehlercodes. Die dritte Stelle bezeichnet die Baugruppe des Fehlers. Die letzten beiden Zahlen stehen für das erkannte Bauteil und die Art des Fehlers. Der Wortlaut des Texts für einen Fehlercode kann je nach Hersteller des Diagnosegeräts unterschiedlich sein. Der Diagnoseanschluss muss vom Fahrersitz aus erreichbar sein. Anschluss und Datenübertragung sind genormt. Das heißt, Steckerbelegung und Übertragungsprotokoll sind bei allen Fahrzeugen gleich. Durch PIN 2 und 10 erfolgt die Datenübertragung nach amerikanischer SAE-Norm, durch PIN 7 und 15 nach europäischer ISO-Norm. PIN 6 und 14 dienen der Übertragung des CAN-Datenbus-Signals. PIN 4 Fahrzeugmasse. PIN 5 Signalmasse. PIN 16 Batterie Plus. Alle anderen PINs können von den Fahrzeugherstellern für weitere Diagnosefunktionen wie Klimaanlage, ABS, Airbags und so weiter frei belegt werden. Alle Funktionen der OBD sind über 9 genormte Modi abrufbar. Von Modus 1, Auslesen der Ist-Werte, bis Modus 9, Fahrzeuginformationen. Die Art der Darstellung ist nicht vorgeschrieben. Im Modus 8 kann die Werkstatt den Readiness-Code abfragen. Der Readiness-Code wird meistens als 2 Zahlenreihen im 12-stelligen Binärcode dargestellt, je nach Diagnosegerät auch im Klartext.
Eine Reihe informiert darüber, welche abgasrelevanten Bauteile oder Systeme in diesem Fahrzeug vorhanden sind. Dies wird durch eine 1 an der betreffenden Stelle angezeigt. Die zweite Reihe zeigt durch eine 1, dass die betreffende Diagnose noch nicht durchgeführt wurde. Der Wert wird erst auf 0 gesetzt, wenn dieser Bereich geprüft wurde. Der Readiness Code gibt keine Auskunft darüber, ob Fehler vorliegen. Er ist eine Kontrolle, ob bestimmte Systeme vorhanden und die Diagnosen daran beendet sind. Er wurde eingerichtet, um Manipulationen bei den länderspezifischen Abgastests zu verhindern. Wenn die Zündung eingeschaltet wird, leuchtet die OBD-Fehlerleuchte zur Funktionskontrolle auf. Wenn ein abgasrelevanter Fehler auftritt oder wenn beim Selbsttest des Steuergeräts ein Fehler erkannt wird, leuchtet die OBD-Fehlerleuchte im Dauerlicht. Wenn ein Fehler auftritt, der zur Zylinderabschaltung oder zur Beschädigung des Katalysators führt, blinkt die OBD-Leuchte. Falls ein Fehler in 3 aufeinanderfolgenden Fahrzyklen nicht mehr auftritt, erlischt die OBD-Leuchte. Der entsprechende Fehlereintrag bleibt für 40 weitere Fahrzyklen gespeichert. Bitte beachten Sie: Nicht immer ist ein von der OBD als fehlerhaft angezeigtes Bauteil auch die tatsächliche Ursache für eine Störung. Beispiele dafür finden Sie in unseren Broschüren und Serviceinformationen. Weitere Informationen erhalten Sie direkt von Ihrem örtlichen Motorservice-Partner oder unter den eingeblendeten Webadressen.